Grüß Gott, meine lieben Pasingerinnen, meine lieben Pasinger, der Jens. Zum zweiten Mal in Kürze wieder von gestern erst vom Pasing am Marienplatz berichtet. Über die Neuheiten der gastronomischen Ansiedlungen. Und jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht, wollte ich schon lange mal, bin ich in den hinteren Bereich, ich befinde mich sozusagen auf dem Pasinger Marienplatz. Das ist das Rückgebäude. Ich weiß gar nicht, hat jetzt das Gebäude überhaupt schon einen Namen? Lustigerweise nennen es ja die Pasinger der neue Klotz. Also, wie heißt das jetzt eigentlich, das Gebäude? Ich weiß es wirklich nicht. Also, Shopping Mall am Marienplatz, so vielleicht. Oder Pasing Arkaden 3, ich weiß es nicht. So, hier ist der Durchgang, jetzt wisst ihr, wo ich bin. Links von mir das alte Konfetti und rechts, wie gesagt, der Betonklotz. Und jetzt bin ich natürlich wieder hier hinten auf was gestoßen, wo ich sage, ja, um Gottes Willen, ja, welches Kind, hier ist ein Spielplatz, hat mein Spielplatz gemacht, so, für die Shopping-Mall-Besucher im Außenbereich, aber natürlich kein Baum, ja, kein Strauch, welches Kind soll jetzt hier bei 32 Grad Hitze im Sommer spielen, so, Frage Nummer 1. Dann, der einzigste Baum, der hier steht, da verwelken schon die Blätter. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen der Sonne ist oder ob der zu wenig Wasser bekommt oder allgemein eingeht. Auch da hinten ist so ein Mini-Bäumchen. Der Baum hier, da bin ich ganz froh, dass er noch steht. Das ist eine sogenannte Esskastanie. Und da haben wir einmal, ich und der Christopher Griebel, schon zweimal einen Film gemacht. Ja. Und mit einer kleinen Protestaktion der Anwohner hier mit den alten Balkons noch aus dem 19. Jahrhundert, das Heißel, konnten wir diesen Baum retten, der war ja eigentlich auch, weil ja hier die alten Stallungen noch waren, aus alten Zeiten waren ja hier alte Stallungen, das war zwar dann ein Malergeschäft mit drin, hier war, ich gibt auch einen Film, den tue ich dann unten mal noch mit in den Kommentaren einblenden, wie das früher ausgeschaut hat hier. Und dann haben wir Gott sei Dank mit, ja, mit der Presse und auch mit TV-Filmen zumindest den Investor soweit gekriegt, dass dieser Baum eben nicht weichen musste. Hier übrigens war früher mal das Konfetti im hinteren Bereich. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Diese riesen Fläche hier, ja, alles mit Beton. So, hier, alles frei. Mein Hund ist schon am Spielplatz. Der einzige, der am Spielplatz ist, ist der Hund. Happy, wie bist du denn da jetzt reingekommen? Wie bist du denn da reingekommen? Da hinten. Also, warum hat man hier nicht, das könnte man ja im Nachhinein wahrscheinlich auch noch machen, hier hinten auch noch einen Biergarten machen, ja, die sich dann von mir aus hier die Hotelbetreiber oder vielleicht auch einen öffentlichen, nur einen Park, richtig schöne noch große Bäume, man kann übrigens auch Bäume, man muss nicht solche Mikrobäume neu pflanzen, ja. Ich war es erst in Rumänien und da ist man jetzt dabei, war auch dort die Radlmanie stattfindet jetzt nach Jahrhunderten, fand man jetzt in Rumänien auch an, mit dem Fahrrad zum Fahren. Und da braucht es Fahrradwege und dann, ich war erstaunt, da hat man alte, solide Bäume entwurzelt, großflächig entwurzelt, mit Kränen aufgefahren, habe das mir alt angeschaut, ich glaube, ich habe sogar Fotos gemacht und hat die dann, ja, nachdem man dann diesen Fahrradweg gemacht hat, wieder reingepflanzt. Da macht man dann so, da kommt Strohballen, das hat man ganz hübsch gemacht und ein paar Holzstämmen, damit die Bäume sozusagen wieder richtig verwurzeln können. Also man kann alte Bäume tatsächlich auch entwurzeln und auch wieder, das ist ein bisschen aufwendig, aber es geht und kann dann große Bäume pflanzen. Da muss man nicht so ein Mikromist dahin pflanzen. Wie lange sollte der Baum wachsen, bis er Schatten spendet? Ich habe keine Ahnung. 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, also. Liebe Stadt, das Ganze hier ist ja eine öffentliche, finanzierte, sogenannte Durchwegung der Stadt München. So heißt das wirklich. Also man kann hier vom Marienplatz hier hinter zum Stadtpark laufen. Ja, finanziert von der Bayerischen Landesregierung. Die sogenannte Durchwegung. Und da hinten, ja, hier hat man jetzt, das sind die Tiefgaragen. Der Rasen, es brennt. Es ist heiß. Der ist schon komplett verbrannt. Ja. Also meine Idee, genau ab hier, wo dieser Spielplatz losgeht. Man kann ja hier trotz alledem
einen Gehweg lassen. Aber diese Pflastersteine weg, ja, schrecklich, die heizen sich doch ewig auf. Hier Rasen hin mit einem Gehweg, links richtig noch zwei, drei große alte Baumkastanien verpflanzen. Wo man die herholt, ist mir wurscht, muss es ja geben. Und den Kinderspielplatz, den braucht es wirklich nicht. Und falls ja, ja, kann man dann hier, zum Beispiel hier in dem Bereich, da, wo diese Bäume sind an der Ecke, da macht man halt eine kleine Spielecke. Aber wenn da ein kleiner Park ist und mit einer Wippe und Bäume, das ist doch alles tote Hose. Das ist doch tote Beton. Das, hier heizt sich alles auf. Kein Kind spielt in dieser Hitze hier hinten, logischerweise. Hier muss, also dieser schöne Platz, dieser Hof, den sollte man begrünen, ja, und auch ein paar Bänke machen, damit die Leute sich da hinten gemütlich ausruhen können, vielleicht auch gastronomisch, ja, gastronomisch das Ganze nutzen, wäre mein persönlicher Vorschlag. In diesem Sinne, der Jens aus Pasing vom Hinterhof der neuen Shopping Mall und alles weiter wie immer auf www.pasingeronlinekurier.de. Euer Jens, für's euch. Und eure Meinungen wie immer gerne unten in den Kommentaren. Für's euch.